Ja, dann erstmal ein recht herzliches Willkommen hier im Hause Fels zu unserem heutigen Live-Training Pauschale Diäte Unterstützungskasse im Fachbereich Beratung. Für diejenigen, die schon vorab gefragt haben, was für eine Art des Seminars das heute ist, sage ich gleich dazu, es ist gar kein Seminar. Es hat überhaupt keinen Seminarcharakter. Es ist so, wie es tatsächlich dasteht, auch in den Einladungen. Es ist ein Live-Training oder ein Personal-Training für das Thema pauschal dotierte Unterstützungskasse. Die uns schon länger kennen, wissen, wir haben unterschiedliche Fachtagungen und Seminare. Wir haben Fachseminare wie auch das morgige, auch mit Zertifizierung und ähnlichem Vergleichbarem. Und wir haben auch Praxisseminare, wo im Prinzip der Einstieg sofort in die Praxis ermöglicht wird. Wir haben aber auch solche Live-Trainings, bei denen die Erstgespräche und die Beratungsgespräche auch wirklich persönlich trainiert werden. Und ja, Sie sitzen im Kreise, das ist schon mal sehr gut. Das werden wir später ein bisschen auflockern. Wir werden auch heute tatsächlich miteinander trainieren. Wir werden das auch so machen, dass ja paarweise immer ein Gespräch gemacht wird. Normalerweise ist es übrigens üblich, dass wenn jemand zum Live-Training da ist, dass dann auch zumindest das Praxisseminar und das Fachseminar schon besucht wurde. Aber als ich die Liste gesehen habe, wer heute alles da ist, habe ich mir gedacht, ach, das machen wir doch mal mit. Weil all die Namen, die ich hier kenne, das sind alles Profis, das sind alles Kollegen, die wissen, wie man berät und die mit Sicherheit auch das Erstgespräch ohne das Praxisseminar auch zusammenkriegen werden. Und wir sind einfach dafür da heute, um das auszufeilen mit Ihnen gemeinsam. Insbesondere geht es auch darum, pauschal dotierte Unterstützungskasse, wer schon beraten hat, hat in Sicherheit schon festgestellt, da gibt es manchmal auch ein paar Unwegsamkeiten, die man so nach dem ersten Praxisseminar gar nicht meinen würde. Da bereitet man sich vor auf den Inhaber, auf ein Gespräch mit dem Inhaber und dann sitzt plötzlich der angestellte Geschäftsführer einem gegenüber, der eine ganz andere Denke hat, eine ganz andere Ausrichtung wie vielleicht der Inhaber. Oder da haben wir vielleicht den Personalchef, dann haben wir den Finanzchef, dann haben wir vielleicht den Betriebsratvorsitzenden, dann haben wir vielleicht den Steuerberater. Oder wir haben tatsächlich ein Gespräch mit dem Entscheidungsträger, mit dem Inhaber und nach 5 Minuten sagt er, ach Maja, warten Sie mal kurz, ich hole gerade mal die Personalchefin dazu, die kennt sich da aus und die soll es ja weiter strukturieren. So, und da hat man plötzlich 2 oder 3 Leute gegenüber sitzen und jeder von denen denkt ein wenig anders. Jeder hat eine andere Vorstellung und jeder lässt sich durch was anderes begeistern. Und darum geht es im Grunde heute auch. Das heißt, selbst wenn Sie ein Gespräch haben, wo nicht nur eine Person da sitzt und haben Sie vielleicht den Rechtsanwalt, den Steuerberater, den Inhaber oder vielleicht nicht den Inhaber, weil der hat es schon verabschiedet aus dem Unternehmen, vielleicht einfach nur einen angestellten Geschäftsführer und vielleicht noch die Personalchefin. Ja, und dann haben Sie 4 Leute gegenüber sitzen in einem Gespräch und jeder von denen hat eine andere Ausrichtung. So, wie knacken wir das? Wie machen wir das professionell? Darum geht es heute hauptsächlich. Das heißt, das Ziel des heutigen Tages ist, wenn Sie rausgehen, weil ich weiß, Sie sind alle Profis, aber trotzdem, wenn man rausgeht, dass man mit dem Thema Pauschal- und Unterstützungskasse einfach noch ein Stück sattelfester ist, selbstbewusster dadurch und in entscheidenden Momenten auch das Entscheidende sagen kann. Das heißt, so rüberbringt, sei es jetzt ein Einwand oder auch eine Frage, mit der man nicht gerechnet hat, aber trotzdem das so solide und sanft und professionell und kompetent rüberbringt, dass es nicht wie ein Verkauf aussieht, sondern dass es immer noch eine Beratung ist, dass der Gegenüber sich wohlfühlt und dass er einfach merkt, okay, ich habe hier einen Profi gegenüber sitzen und mit dem würde ich gerne weiter zusammenarbeiten. Denn ohne dem gibt es ja auch später keinen Abschluss, kein Geschäft und keine weitere Beratung. Das heißt, alles spielt sich eigentlich trotzdem viel Know-how und Praxis und was man so alles lernt und durch Fachbücher sich reinzieht, trotzdem spielt sich das Allermeiste in dem ersten Gespräch ab und ich bin sogar der Meinung, vielleicht sogar in den ersten Sekunden. Und das, was in den ersten Sekunden oder vielleicht in der ersten gesamten, global gesehen, halben Stunde passiert, das ist ausschlaggebend eigentlich für den Verlauf des gesamten Gespräches und der künftigen Gespräche.